koche ich mit euch tanzende gebratene Reis. Yangzhou Chao Fan. Reis ist fast jede chinesische Familie zur Mahlzeit. Aber dann nächsten Tag, Reis ist kalt. Deshalb zum Frühstücken, also wir essen dreimal warme Mahlzeit. Deshalb zum Frühstücken, dann braten wir Reis. Und die Zutaten nehmen wir auch, was im Kühlschrank hat und manchmal ist auch üblich ist. Weil die gebratene Reis sehr lecker ist, dann bestellen wir auch im Restaurant gebratene Reis. Und das ist Zutaten, das ist Erbsen, ich habe auch ein bisschen Mais drin, das ist Schinken in Würfel, das ist ein Shrimps und das ist ein Ei und Reis. Reis aber muss kalt sein. Und helle Sojasauce brauchen wir, Sesamöl brauchen wir und Salz, Pfeffer und natürlich noch Öl. Und brauchen wir noch einen Frühlingslauch und ein Stück Karotte. Warum Tanzende? Lass uns jetzt anfangen zu kochen. Wenn wir kochen, werde ich euch zeigen, wann der Reis tanzt. Zuerst schneiden wir den Karotten in Würfel. Tun wir zur Seite, schneiden wir Frühlingslauch. Frühlingslauch, dieser weiße Part und der grüne Part, und schneiden aber getrennt. Weil nachher hat er unterschiedliche Funktion beim Kochen. Jetzt grüne Teile noch schneiden. Jetzt kochen wir. Erste Öl rein ist immer heiß Wok, kalt Öl. Erster Frühlingslauch, dieser grüne Teil. Kurz anbraten, Schinkenwürfel rein, auch braten, circa eine Minute, bis dieser Schinken alle gar ist. Jetzt kommen wir Erbsen. Aber hier dazu kann auch gefrorene Erbsen und Frischerbsen. Ich habe gefrorene Erbsen gekauft, das ist auch Mais drin. Aber ohne Mais, mit Mais, ich lasse euch über. Jetzt Karotten rein. Würfelkarotten rein. Auch circa eine Minute anbraten. Bisschen helle Sojasauce rein. Also Rezept steht unten in Sendungbeschreibung. Zum Schluss, dann kleine Shrimps rein. Shrimps darf nicht so lange braten, sonst nachher ist nicht mehr zur Tat. Fleisch nicht mehr zur Tat. Salz, Pfeffer, jetzt wieder heiß Wok, Kaltöl, aber dieses Mal wir tun ein paar Kartoffelöl rein mit einem Küchenpapier und den Wok fetten. Aufpassen, nicht die Finger brennen. Jetzt schalten wir den Herd ein bisschen runter. Ich habe auf 10. Jetzt Reis rein,
Also kaltes Reis, sehr wichtig, kaltes Reis. Reis durchbraten wird körnig sein. Also nicht mehr klebrig. Jetzt tun wir Öl, also geschlagene Eier rein. Bis anbraten, bis alle Eier um die Reis wie ummantelt. Also wichtig, Reis darf nicht so klebrig nachher. Jetzt ein bisschen Öl rein, jetzt sieht man hier Reis tanzende. Und in der Mitte mach ein Loch und tu mir Frühlingslauch, die Weißteile rein. Und dann lass mal in der Mitte ein bisschen braten und riech mal jetzt nach, riech nach gebratener Frühlingslauch. Jetzt tun wir alle anderen gebratenen Zutaten rein. Umrühren. Wieder Salz. Und auch ein bisschen Pfeffer. Und auch die grüne Teile Frühlingslauch rein. Fertig. Riecht aber sehr, sehr gut. Zum Schluss bitte Sesamöl dazu gießen. Fertig! Gebratener Reis haben wir gemacht. Und dieser Reis nach Braten sollte nicht klebrig sein, sollte körnig sein. Und dieser Reis in China gibt's ist sehr berühmt. Gibt es auch einen speziellen Namen, heißt Yangzhou Chao Fan. Ich würde jetzt probieren. Ich habe schon Hunger. Die duftet sehr, sehr gut. Also ich esse mit Stäbchen. Sehr gut. Wenn ihr euch gefallen hat, dann macht mal nach. Aber schreibt mir im Kommentar, wie es ge geworden ist. Wie geworden ist. Und wenn ihr Fragen habt, dann schreibt auch im Kommentar. Ich versuche alle zu beantworten. Und dann viel Spaß beim Nachmachen. Nächstes Mal gehst du mit mir im chinesischen Markt, Supermarkt, einkaufen. Heute, das war's. Bis dann. Tschüss. Und auch immer nicht vergessen, mich abonnieren, meinen Kanal abonnieren und weiterleiten oder eine Daumen drücken, eine Like geben. Und diese Glocke auch einmal anklicken, dann bekommt ihr regelmäßig, rechtzeitig meine neue Sendung. Also meine neue Sendung habe ich schon auf Banner geschrieben. Jeden Donnerstag gibt es pünktlich neue Sendung. Okay, bis dann. Tschüss.